Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier bei Benin, bei Paris Saint-Germain. Wir sind ja gewechselt, wir spielen jetzt in Frankreich bei Paris und der Stadt der Liebe. Und wer dieses Format auch liebt, der darf natürlich auch ein Abo dalassen, ein Daumen wäre auch ein Traum. Und was die Medien erstmal gemacht haben, wir hatten nämlich eine Pressekonferenz, das seht ihr jetzt. Ob ein Traum für mich wahr geworden ist? Ja klar, ich spiele bei einem der größten Clubs Europas. Internationale Erfolge sind noch nicht hier gelistet und deswegen bin ich ja auch gekommen. Wir werden mit mir die Champions League holen. Das soll nicht arrogant klingen, nein, auf keinen Fall. Aber ich sehe in diesem Team sehr viel Potenzial. Neymar und Mbappé und wie sie alle heißen. Und Nationalmannschaftskollegen wie Draxler spielen hier. Vielleicht wird ja der eine oder andere sogar noch geholt. Ich bin stolz, hier bei Paris jetzt zu spielen. Es ist ein Schritt, das gebe ich ganz offen ehrlich zu, in meiner großen Karriere. Ich hoffe, ich habe eine große Karriere, aber das ist der nächste Schritt. Ich hätte mit Benevento auch Champions League gespielt, deswegen kam für mich auch nur ein Champions League Club in Frage. Und ja, deswegen habe ich mich dann für Paris entschieden. Ein mittelständiger Club in Deutschland, na, das wäre wieder ein Schritt in die falsche Richtung gewesen. International musste es schon sein. Und Paris hat an eine Anfrage gestellt. Kein anderer Verein übrigens. Dortmund hat zu lange überlegt und von daher würde ich sagen, ja, ich bin stolz, dass Paris mich gefragt hat. Ich nehme die Herausforderung gerne an, gerne auch als Nummer 1. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in einem Jahr wieder. Und zwar in der Pressekonferenz vor der Champions League, vor dem Champions League Finale. Also bis dahin. Und dann würde ich sagen, damit ist jetzt die Pressekonferenz beendet und wir sehen uns. Ja, Pressekonferenz hinter uns und dann würde ich sagen, rein ins Spiel gegen Borussia Dortmund. Und da sind wir auch schon im Spiel gegen Borussia Dortmund hier in der Champions League. Gruppenspiel Nummer 1 steht an. Gegen Borussia Dortmund, gleich gegen den schwersten Gegner, glaube ich, in unserer Gruppe. Uiuiui, jetzt bin ich mal gespannt, was denn da abgeht. Bundesligist oder Franzose? Wer ist stärker? Und da steht es schon 1-0 durch Aubameyang. Eieieiei. Kein super Einstand. 1-0 durch Aubameyang. So darf man da nicht hingehen. Das ist mir auch klar. Gleich erstmal ein Patzer geleistet. Wenn ich rauskomme, dann ganz. Und wenn nicht, dann muss ich einfach hinten stehen bleiben. Ja, wir liegen 1-0 hinten. Und ja, es gibt bessere Auftaktspiele für jemanden im Tor. Aber vielleicht kriegen wir noch die ein oder andere Chance, uns hier zu beweisen. Jetzt sind wir erstmal vorne. Der Ball wird geblockt durch Durm. Und die Dortmunder können das über Dahoud und Durm, Pulisic, ganz ruhig aufbauen. 17. Minute, Dortmund wieder aktiv. Jetzt kriegen wir mal den Ball zu uns gespielt. Da kommt ein Dortmunder. Den Ball werden wir erstmal los, aber wie genau nach da vorne? Dortmund spielt sehr, sehr hohes Pressing. Wir müssen eigentlich nur was dagegen tun. Wir haben jetzt Einwurf aus einer sehr, sehr guten Position. Aber ihr seht es schon, der Ball geht wieder nach ganz hinten. Aber jetzt über außen, jetzt über die linke Seite. Jetzt könnte die Flanke kommen. Die Flanke kommt nicht. Wo bleibt die Flanke? Jetzt ist die Flanke da, der Ball in die Mitte und ein Dortmunder kann klären. Mensch, aber wir sind wieder am Ball. Wir sind wieder am Ball und jetzt hat Dortmund den Ball nicht, denn das war jetzt ein Freistoß. Der könnte auch gefährlich werden. Den Ball jetzt weit nach vorne reinbringen. 33. Minute, der Ball kommt rein. Da kommt der Abschluss oder auch nicht. Nee, der Abschluss ist noch nicht da. Erst der Rückpass. Jetzt sind wir in der Mitte und der ist weit daneben. 40. Minute, Dortmund kommt wieder. Dortmund kommt über Pulisic. Dortmund ist im Strafraum durch Pulisic. Aubameyang und der Ball ist drin. So einfach dürfen wir es Dortmund nicht machen. Da war ich jetzt ja ganz alleine vor Aubameyang. Ja, so ist das, 2-0. Diesmal geht der Ball nicht auf unsere Kappe. Hier ist der Fehler von unserem Verteidiger. Hier lässt er sich zu leicht austanzen. Dann kommt Aubameyang, da ist der zweite Fehler. Und dann, ja, dann stehen wir da ziemlich blöde. Aber da können wir nichts mehr machen.
2:0 liegen wir zurück zur Halbzeit. Jetzt fängt Halbzeit 2 an und wir müssen uns einiges steigern. Um einiges. Wir hatten gerade mal eine Chance und ja, das geht gar nicht. Also, noch eine Schippe obendrauf, nochmal 50% mehr geben und dann könnten wir hier was auch erreichen. Jetzt kommen wir über links. Jetzt kommen wir über links. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Ah, Bürki hält den Ball fest. Wir sind im Strafraum. Lukas mit dem Ball. Lukas schiebt ihn ganz, ganz knapp daneben. Hier sehen wir es gleich nochmal. Hier holen wir uns stark den Ball wieder. Dann der Pass hier auf Lukas. Und Lukas, Millimeter am Tor vorbei. 60. Minute, Dortmund wieder über außen. Dortmund ist am Ball. Die kommen da mir zu leicht durch. Jetzt ist wieder auf die Außen frei. Der Kopfball wird erstmal abgeblockt. Jetzt hat Dortmund die Chance. Sie kommen wieder über außen. Über Reus. Die Flanke in die Mitte. Und da springen wir vergebens. Es steht 3:0. Aubameyang mit seinem Dreierpack in diesem Spiel nicht zu stoppen. Es gibt bessere Spiele von uns. Aber wir können wirklich an dem ersten Tor, will ich jetzt mal sagen, waren wir zum Teil schuld. Aber an den anderen beiden, da sind wir chancenlos. Hier, da brauchen wir gar nicht mehr eigentlich abspringen, weil da müssen wir ja fliegen wie ein junger Gott. Und das tun wir schon. Aber wir hätten noch viel, viel besser fliegen müssen. Hier, der Kopfballduell, der war entscheidend. Das hätte man nicht verlieren dürfen. 70. Minute, wir sind mal da vorne. Jetzt der Ball auf die linke Seite. Der Ball jetzt in die Mitte. Und jetzt nochmal abgespielt und nochmal und quergelegt und das ist immer einmal zu viel quergelegt. Oh, hoffentlich wird das in der Liga besser. 75. Minute jetzt. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Gewinnen werden wir diese Partie wohl nicht mehr, aber das eine Tor könnten wir doch noch machen. Aber jetzt ist erstmal Dortmund wieder im Angriff. Dortmund in der 80. Minute und wieder ganz alleine da auf den Außen unterwegs. Da geht keiner hin. Aubameyang jetzt in der Mitte am Ball und jetzt... Was passiert jetzt? Der Ball und... Boah, wir müssen uns da heldenhaft dazwischen schmeißen. Meine Güte, Parade von uns. Es hätte hier auch jetzt schon 4:0 stehen dürfen, können, wollen, sollen. Morgen, gestern vielleicht nicht. So, ich weiß nicht. Und jetzt Dortmund nochmal in der 90. Minute. Zieht Dortmund nochmal einen Angriff auf oder lassen sie es beim 3:0 bleiben? Nee, sie ziehen die Stoße durch. Dortmund zieht die Stoße durch mit Aubameyang. Dortmund mit Pulisic. Dortmund mit Pulisic. Wir kriegen den Ball zurückgespielt. Und jetzt ist abgepfiffen. 3:0. Sang- und klanglos untergegangen. Verdient verloren. So ist das. 3:0. Und ich habe gerade in der Pressekonferenz noch erzählt, dass wir dieses Jahr die Champions League gewinnen wollen. Nur so wird das Ganze nichts. Schauen wir uns mal die Liga an. 3 Siege, 5:1 Tore, wunderbar. Wir sind Tabellendritter, aber nur weil wir schlechtere Tordifferenz haben. Und jetzt spielen wir gegen Olympique Marseille. Also wir könnten uns schon mal ein bisschen absetzen. Und LOSC Lille und AS Saint-Étienne könnten wir vielleicht mal hinter uns lassen. Wenn wir gewinnen und somit 4 Siege haben, so rum ist es richtig. Und dann bis gleich auf dem Rasen. Ja, willkommen im Spiel gegen Olympique Marseille. Ihr habt es gesehen, ein Derby ist es. Und Diego Benaglio ist im Tor des gegnerischen Teams. Alle, die natürlich wollten, dass wir in die Bundesliga wechseln. Zumindest steht ein Ex-Bundesliga-Keeper, nämlich der von den Wölfen, gegenüber im Tor. Wir kommen über die rechte Seite, über die rechte Seite. Jetzt der Ball in die Mitte, da kommt der Abschluss. Jetzt, nein, er ist noch nicht da. Das war zu locker. Diego Benaglio hat den Ball. Hey, es steht immer noch 0:0. 12. Minute, aber das Spiel gefällt mir jetzt schon fast besser als das gegen Dortmund. Aber die Zeit, die zeigt, was wirklich Sache ist. Da kommt nämlich Olympique Marseille über außen. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir da hinten nur Schweizer Löcher in der Abwehr? Nochmal über außen. Jetzt der Ball verteidigen. Wir müssen erstmal mit der Faust ran. Jetzt kommen wir über die rechte Seite. Der Ball wird nach hinten gespielt. Jetzt nochmal auf die rechte Seite. Jetzt müsste die Flanke kommen. Die kommt nicht. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Der wird abgeblockt. Aber von unserem eigenen Mann. Es gibt Abstoß. Wirklich?
Weiß ich gar nicht. Ich habe mich gar nicht so genau gesehen. Jetzt hier. Jetzt hier, was passiert? Ja, unser eigener Mann steht im Weg. Das gibt natürlich Abstoß. Wir kommen über die rechte Seite. Über rechts ist Platz. Jetzt der Ball nochmal weiter nach rechts. Und jetzt müsste doch einfach irgendwann mal die Flanke kommen. Da kommt die Flanke, da kommt der Kopfball und neben das Tor. Aber der wird erstmal auch geblockt. Der ging gar nicht erst rechtlich daneben. Oh, 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 oh. 35. Minute, Olympique Marseille hat wieder... Nein, stimmt gar nicht mehr. Sie haben nicht mehr den Ball. Jetzt haben wir den Ball. Jetzt nochmal der Chipball in die Mitte. Wann kommt der ein richtiger Abschluss mal von uns? Wann kommt mal ein richtiger Abschluss in diesem Spiel? 40. Minute jetzt. Ah, 5 Minuten sind noch zu gehen, aber Olympique Marseille hat den Ball und von daher denke ich nicht, dass wir in der ersten Halbzeit noch eine Chance bekommen. 44. Minute. Olympique Marseille bekommt nämlich noch die Chance. Der Ball muss erstmal geklärt werden. So wird es auch getan. Und jetzt pfeift der Schiri ab zur Halbzeit. Und dann sehen wir uns gleich in Halbzeit 2 wieder. 53. Minute. Wir sind vorne. Auf der linken Seite. Der Ball wird abgegrätscht. Und schon haben wir wieder den Ball verloren. Ich habe die Kameraperspektive geändert. Jetzt kommen wir über außen. Da sind wir in der Mitte frei und da steht es 1:0. Und wir sind jetzt wieder mitten live dabei. Ich glaube, die Kameraperspektive ist jetzt... Ich habe jetzt mal gedacht, wir stellen mal wieder um, damit wir das auch von der Nähe sofort sehen können. Neymar mit dem 1:0. Wunderbares Tor. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Hier der Ballverlust. Dann geht es schnell. 1, 2, 3. Direkte Flanke, direkte Abnahme. Alles direkt seit der Balleroberung. Wir können es nochmal angucken. Direkt. 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 Und direkt. Und das ist das Tor. So muss gespielt werden. 1:0. Ja, nach dem Debakel gegen Dortmund haben wir auch irgendwann was wieder gut zu machen. Wir sind da gut durchgekommen. Wir sind da gut durchgekommen. Genau, ja, der Abschluss. Und da steht es 2:0. Was für ein Ballverlust an der Abwehr. Angel Di Maria macht das 2:0. Aber was für ein Bock in der Abwehr. Die hatten doch schon den Ball. Ich hatte noch einen Sprachfehler und die machen so einen Bock. Meine Güte. Hier seht ihr das. Hier wird schön gespielt. 1, 2, da ist Di Maria schon einmal fast aufgehalten worden. Und hier hatten sie schon den Ball und der gibt den Di Maria sofort wieder auf den Fuß. Und der lässt sich das nicht zweimal sagen. Der sagt Dankeschön, bitteschön, 2:0. Hier, zack. Keine Chance für Benaglio. 2:0 gegen Olympique Marseille. Der gute gelupfte Ball. Da ist Neymar. Neymar mit dem 3:0. Was geht denn hier ab? Innerhalb von 15 Minuten schießen wir hier 3 Tore gegen Olympique Marseille. Neymar mit dem 2. Tor in diesem Spiel. Was ist hier los? Wir sehen uns es direkt an. Hier der Ballverlust. Und dann schnell. Zack. Und dann der Chipball über die Abwehr. Da ist keiner mehr bei Neymar. Und dann sucht er sich das lange Eck aus. 3:0. 80. Minute. Olympique Marseille kommt mit dem Ball dadurch und Außennetz. Aber wir wären auch zur Stelle da gewesen. Kein Problem für uns hier in diesem Spiel. Hier sehen wir es nochmal. Da kommt Olympique Marseille durch. Die Abwehr pennt ein bisschen. Keiner greift ihn so richtig an. Und dann zieht er ab. Aber da wären wir locker da gewesen. Und es war auch nur das Außennetz. Und von daher, ja, wir führen immer noch 1:0. Olympique Marseille mit dem Ball. Und da steht es. Ja, da steht es. 3:1. Der war mal ganz alleine vorm Tor. Hier ist er alleine vorm Tor. Da ist dann keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Das ist das 3:1. Einmal haben die ganzen Hintermänner gepennt. Wir kommen über die Außenbahn. Jetzt der Ball im Strafraum auf Cavani. Jetzt wieder auf die Außenbahn. Der Ball wird abgegrätscht. Es gibt noch nicht mal Einwurf oder Eckball oder sonst irgendwas. Aber die Nachspielzeit ist gleich vorbei. Wir dürften hier mit 3:1 vom Platz gehen. Und so ist es auch. 3:1. Unnötig, das Gegentor. Aber man kann nichts machen. Da haben wir alle mal gepennt. Mein Pass war ein bisschen zu kurz. Der Abwehrspieler ist erst gar nicht entgegengekommen. Und somit war der Spieler frei und konnte den Ball einnetzen. Mustafi
auch ein Nationalkollege von uns, ein Nationalteamkollege. Und ja, also wir haben ein 3-0 gegen Dortmund hinter uns, wir haben einen 3-1-Sieg gegen Olympique Marseille, ein Auf und Ab. Ich hoffe, in der Champions League werden wir noch ein bisschen erfolgreicher, in der Liga hoffe ich, dass wir die Leistung so beibehalten können. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ihr einen Daumen da. Ich hoffe mal auf 15 Daumen und ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Also, haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann.